darf Sie im Namen der Stadt Neustadt an der Weinstraße hier sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Marc Weigel, ich bin der Kulturdezernent der Stadt. Ich vertrete heute den Oberbürgermeister, der bei Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes in Potsdam weilt. Das Los wiederum ist dort auf ihn gefallen, dass er mit auf der Seite der kommunalen Verhandlungspartner zum Einsatz kommt und deshalb mich gebeten hat, ihn sowohl heute Morgen bei der Eröffnung der Veranstaltung als auch heute Abend bei der Podiumsdiskussion zu vertreten. Ich würde Ihnen gerne kurz was vorlesen. Liebe Landsleute, es ist Weihnachten und ich habe als euer Gauleiter mehr denn je das Bedürfnis, in diesen Tagen mit euch in Verbindung zu treten. Der Krieg hat uns und vor allem aber euch Opfer auferlegt, und zwar Opfer, die nur jene so zu tragen vermögen, denen das Opferbringen für die Volksgemeinschaft keine einmalige Pflicht ist. Wir sind Grenzbevölkerung und der jüngste Geschichtsabschnitt hat uns mehr denn je gelehrt, was es heißt, Grenzbevölkerung zu sein. So manche unter euch haben nach dem Zusammenbruch im letzten Kriege ihre elsass-lothringische Heimat verlassen müssen. Einige Jahre später trieb sie Frankreichs Hass erneut aus der Heimat über den Rhein und jetzt verlangte der Krieg, dass ihr die Heimat wieder verlassen musstet. So mancher erhebt nun die Frage, ja, musste das so schnell sein? Ich übermittle euch beiliegend eine kleine Weihnachtsgabe. Sie soll nur der äußere Beweis unserer inneren Verbundenheit sein. Wer auf diese Weihnachtsgabe nicht angewiesen ist und einem anderen damit eine Freude machen will, handelt in meinem Sinne. In dieser Überzeugung und mit großem Stolz in dieser Kampfweihnacht zum Führer mit solcher Treue zu stehen, dass ich ihm schließlich wieder sagen kann, mein Führer, das sind die von der Saarpfalz, verbleibe ich mit den herzlichsten Grüßen und treuer Verbundenheit mit Heil Hitler, euer Gauleiter, Josef Bürkel. Gestern war der Vorbericht in der Lokalausgabe der Rheinpfalz für diese Veranstaltung. Und ich habe Ihnen diesen Brief deshalb vorgelesen, weil er ganz gut zeigt, was eine solche Veranstaltung bewirken kann. Gestern erschien eine ältere Dame bei mir, Ende 60, im Büro und hat mir diesen Brief gebracht, weil sie sagte, sie habe ihn zu Hause gefunden, er sei aus dem Vermächtnis ihres Vaters. Und sie habe jetzt in der Zeitung gelesen, dass man sich mit Bürkel beschäftige und sie deshalb gerne etwas beitragen möchte. Ich kann den historischen Wert dieses Dokuments nun nicht ermessen. Ich vermute, er dürfte vielleicht nicht allzu viel Neues bringen. Aber was man daraus ganz schön ablesen kann, ist, welche Reaktionen durch die Beschäftigung und auch durch eine solche große öffentliche Beschäftigung mit dem Thema in der Bevölkerung hervorgerufen werden. Es hat mich noch ein weiterer Anruf erreicht gestern eines Mannes, der vielleicht tatsächlich was Wichtiges für die Geschichtswissenschaft beitragen kann. Ein ehemaliger, der Sohn von Nachbarn der Familie Bürkel, der sagte, sein Vater habe viele Dinge aus dem Besitz, aus dem Privatbesitz der Familie Bürkel, auch Dokumente, zu Hause aufbewahrt und auch er bietet an, diese zur Verfügung zu stellen. Der Anruf schien mir noch sozusagen aus historischer Sicht interessanter zu sein. Also, aber Sie sehen auf jeden Fall, dass diese Veranstaltung auf fruchtbaren Boden gefallen ist, auch in Neustadt, in der Stadt, die natürlich eine besondere Rolle gespielt hat für die Biografie Josef Bürkels, aber auch für das System als ein Zentralort auf der Mittelebene des nationalsozialistischen Systems, das zum Funktionieren einen ganz wesentlichen Beitrag geleistet hat. Und ich glaube, dass ein Großteil auch der Forschung, die jetzt hierzu stattfindet, uns tatsächlich sehr viel auch darüber aufklärt, wie es denn tatsächlich möglich war, auch für so viel Akzeptanz zu sorgen, bis eben runter zu den ganz einfachen Leuten in der Bevölkerung. Deshalb freuen wir uns, ich spreche jetzt hier für die Stadt Neustadt, dass
die Landeszentrale für politische Bildung, das ist der historische Verein, die Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt und das historische Seminar der Johannes Gutenberg Universität Mainz diesen Ort ausgewählt haben für diese sicher hochinteressante Tagung. Wir haben den gerne zur Verfügung gestellt und ich bin mir sicher, dass uns dieser Tag sehr viel weiterbringen wird, sehr viel auch Licht vielleicht in das ein oder andere Dunkel, das es da auch in der Forschung noch geben mag, wirft. Und auf jeden Fall, und das wollte ich ja mit meinem Einstieg Ihnen zeigen, hier auf sehr positive Resonanz stößt und schon sehr viel in Bewegung gesetzt hat. Und ich bin mir sicher, dass auch im Nachklang zu dieser Tagung hier noch manches in Bewegung zu setzen sein wird. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen interessante Erkenntnisse, Gespräche, interessante Vorträge und einen schönen Tag hier in Neustadt. Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Gäste, liebe Kollegen. Im Namen aller Veranstalter und Kooperationspartner begrüße ich Sie sehr herzlich zur Tagung Josef Bürgel, nationalsozialistische Herrschaft und Gefolgschaft in der Pfalz. Warum eine Tagung zu Bürgel? Warum eine Tagung zu Bürgel jetzt, wo sich in diesem Herbst der 70. Todestag dieses Mannes jährt? Warum eine Tagung zu Bürgel jetzt in Neustadt, könnte man fragen. Lassen Sie mich, wie es Historiker so zu tun pflegen, etwas zurückblicken. Und anders, als wir das in unserer Profession normalerweise tun, möchte ich mit einigen persönlichen Bemerkungen beginnen. Vor bald 2 Jahren haben sich Studierende des Historischen Seminars der Universität Mainz in einer Lehrveranstaltung mit dem Thema an den Nationalsozialismus erinnern, Gedenkstättenarbeit in Rheinland-Pfalz beschäftigt. Unsere Erkundungen haben uns damals auch nach Neustadt geführt. Wir haben uns die seinerzeit noch im Aufbau befindliche Gedenkstätte für NS-Opfer sowie die Villa Böhm, wo die vormalige Gauleitung ihren Sitz hatte, angesehen und Gespräche mit Vertretern der verschiedenen Einrichtungen geführt. Überall sind wir freundlich aufgenommen worden. Die wunderbare Bewirtung Frau Daud ist den Studenten noch in bester Erinnerung. Dieser Besuch wirkte als mächtiger Impuls. Und doch, nach diesem sehr informativen Tag, stellten sich bei einigen Studierenden weitergehende Fragen ein. Sie setzten die Puzzlestücke zusammen dessen, was sie hier vorgefunden hatten. Aber diese Puzzlestücke gaben noch kein Gesamtbild. Kein Gesamtbild, das den Studenten einen Eindruck von der Rolle Neustadts im Nationalsozialismus in der Pfalz erlaubt hätte. Kein Gesamtbild, das Bürgels Wirken in Neustadt sichtbar gemacht hätte. Ich erinnere an die Orte Grab, Wohnhaus, Gauleitung, frühes Konzentrationslager, Gestapo-Zentrale, vieles andere könnte man noch nennen. Und es hat sich auch noch kein Gesamtbild geformt bei den Studierenden zu diesem Punkt, welche Rolle Bürgel in seinen vielfältigen Funktionen im Nationalsozialismus gespielt hatte. War er ein Akteur zweiter Reihe? Eine nachrangige Persönlichkeit, die geschickt den Weinbau und Tourismus gefördert hat? Oder hat er die Entwicklung des nationalsozialistischen Herrschafts- und Unterdrückungssystems in der Pfalz nicht selbst maßgeblich vorangetrieben und ihr eine regionalspezifische Handschrift aufgeprägt? Die Presse hat seinerzeit über die Eindrücke der Studierenden bei ihrem Besuch berichtet. Der offene Kanal Ludwigshafen mit Dr. Ressmann regte dann die Studierenden an, sich mit der Kamera auf Spurensuche zu begeben. Weitere Fragen, weiteres Erstaunen kamen hinzu. Dank etlicher Anstrengungen wissen wir zwar heute schon sehr viel über die Geschichte des Nationalsozialismus in der Pfalz. Stellvertretend und alle Nichtgenannten mögen mir dies wegen der begrenzten Zeit verzeihen, möchte ich jenseits der einschlägigen Arbeiten unserer heutigen Referenten nur auf die Arbeit von Gerhard Nestler und Hannes Ziegler, also von beiden herausgegeben, die Pfalz unterm Hagenkreuz 1993 erschienen, verweisen, auf Roland Pauls
Studien zur Deportation der pfälzischen Juden nach Gürs, Herr Paul kann heute leider nicht hier sein, sowie die Stadtgeschichten dezidiert zum Nationalsozialismus in Landau und Frankenthal und vorausweisend auf das bald vorliegende Handbuch zur evangelischen Kirche der Pfalz in der Zeit des NS. Wir sind auf manche weiße Flecken gestoßen, trotz dieser Forschungsgrundlagen. Einer der größten ist dabei eine archivbasierte Vollbiografie Bürkels selbst. Etliche biografische Abrisse zu Bürkel schließen diese Lücke bislang nicht. Ein biografischer Großversuch, den Lothar Wettstein, Jahrgang 1930, leitender Oberstaatsanwalt im Ruhestand und heute sehr erkrankt, sodass er eben nicht hier sein kann, 2010 vorgelegt hat, nötigt zwar allen Respekt ab, ist aber für wissenschaftliche Zwecke nur eingeschränkt geeignet. Es bleibt die weitere Frage, kann man überhaupt den pfälzischen Bürkel der frühen Vorkriegsjahre getrennt von seinem verantwortlichen Wirken bei der Rückholung der SA, des Anschlusses Österreichs 1938 und der faktischen Annexion Lothringens 1940 sowie seiner Rolle als Reichsverteidigungskommissar der seinerzeitigen Westmark sehen? Gehört das nicht alles zusammen, um sich ein Urteil über die Rolle Bürkels und damit auch über die Bedeutung der Pfalz im Nationalsozialismus zu verschaffen? Einer Region, die der NSDAP im reichsweiten Vergleich bereits zu Zeiten der Weimarer Republik besonders große Stimmerfolge einbrachte. Die Studenten haben nicht locker gelassen. Eine weitere Lehrveranstaltung folgte. Einige Studenten sind heute hier und sie können heute Mittag, wird ein Poster gezeigt, heute Morgen ist ein anderes sichtbar. Unser Projekt ist Stück um Stück gewachsen, sodass bald die Idee einer Tagung entstand. Ganz schnell haben wir über den offenen Kanal TV Ludwigshafen hinaus weitere starke und engagierte Partner gefunden. Das Landesarchiv Speyer mit Dr. Rummel, die Landeszentrale für politische Bildung, zunächst mit Frau Rupert Kelly, die frische Mutterschaftsfreuden genießt und deshalb den Stab an Frau Ahrens Morch weitergereicht hat. Und natürlich die Stadt Neustadt selbst, die uns bereitwillig die gute Stube der Stadt geöffnet hat. Ihnen allen ganz, ganz herzlichen Dank für die so enge und instruktive Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Weitere wertvolle Unterstützung als wichtige Kooperationspartner leisten Herr Dittus namens der Gedenkstätte für NS-Opfer in Neustadt-Weinstraße und last not least der Historische Verein der Pfalz und sein Vorsitzender Werner Schineller. Wenn Sie diesen Strauß überblicken, dann sehen Sie, dass hier ganz unterschiedliche Akteure zusammenkommen. Wissenschaft, Archiv, Stadt, Medien, bürgerschaftliche Initiative sowie historisch Interessierte, nämlich Sie, das Publikum, ziehen alle an einem Strang, um mehr über unsere Vergangenheit vor Ort zu erfahren. Die Begegnung, die uns heute hier zusammenführt, der manchmal vielleicht auch anstrengend erscheinende Austausch auf allen Ebenen, trägt dazu bei, unser Bild von der Vergangenheit und unser Umgang mit ihr zu formen. Jede Generation stellt die Fragen an die Vergangenheit neu. Jede Generation gießt die Erinnerung an die Vergangenheit in neue Formen. Der Blick auf die Vergangenheit und der Umgang mit ihr bedürfen daher der stetigen Aktualisierung. Mit unserer Tagung wollen wir uns zuallererst auf das Kerngeschäft historischen Arbeitens konzentrieren. Wir wollen Fakten sichern, sie deuten und Zusammenhänge aufzeigen. Daher wollen wir uns in einem ersten Schritt mit den Vorträgen heute tagsüber in den wissenschaftlichen Fachaustausch begeben. Dabei beschäftigt uns zunächst der übergeordnete Rahmen. Professor Kissner fragt nach der Rolle des Regionalismus im Nationalsozialismus. Anschließend behandeln wir in mehreren Sektionen einzelne Aspekte des Wirkens von Bürkel. Nicht alle Facetten seines Herrschaftsgefüges können natürlich in einer eintägigen Zusammenkunft abgehandelt werden. Unser Schwerpunkt liegt auf der Pfalz,
Die Saar und Lothringen können wir heute nur en passant streifen und auf frühe Publikationen von Dieter Wolfwanger, neuere Arbeiten wie die zum Beispiel von Hans Schäfer, Uwe May, Thomas Müller zur Raumforschung verweisen. Bürgels Wirken in Österreich haben wir jedoch heute eigens Raum gewährt. Damit führen wir die beiden Forschungslinien Bürgel-Pfalz, Bürgel-Österreich erstmals zusammen und erlauben Ihnen Einblick in die aktuelle Bürgelforschung in Wien. In einem zweiten Schritt treten wir als Historiker ein Stück weit zurück. Wir verstehen uns dann als Ratgeber dort, wo wir gefragt werden. Denn die Frage, wie die Gesellschaft, wie politische Akteure mit unseren Forschungsergebnissen umgehen, ist nicht das zentrale Geschäft unserer Profession. Mit der Podiumsdiskussion am Abend wollen wir deshalb als Historiker eher in die Moderatorenrolle zurücktreten und damit den weiteren Bogen in die Gesellschaft hineinschlagen. Wir eröffnen am Abend die Perspektive auf den Umgang mit dem Erbe Bürgels in der Pfalz heute. Wir schaffen also gleichsam den Rahmen, stellen das Wissen als Historiker, als Archivare zur Verfügung, auf dessen Grundlagen gesellschaftlich Verantwortliche darüber befinden müssen, woran und wie sie erinnern wollen. Deshalb werden sich Vertreter des öffentlichen Lebens darüber austauschen, wie es um Bürgel und das NS-Erbe in der Pfalz bestellt ist und was vielleicht zu tun bleibt. Dass das Fragen nach unserem Umgang mit dem Erbe Bürgels erst einmal nicht aufhört, zeigen uns Studierende heute Abend mit einigen filmischen Impressionen. Abschließend zwei organisatorische Anmerkungen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir mit den jeweiligen Beiträgen pünktlich beginnen wollen, denn unser Programm ist sehr dicht. Nehmen Sie daher bitte am Ende der Pause Ihre Plätze rechtzeitig ein. Zweitens, auf dem Büchertisch finden Sie vier grüne Klatten im Foyer. Wir freuen uns, wenn Sie, wie es eben also hier in den letzten Tagen uns schon ganz, ganz vielfach erreicht hat, Ihre Impressionen zur Tagung oder Ihre Bemerkungen zu dem, was Ihnen im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus in der Pfalz und zu Bürgel so auf dem Herzen liegt, dort notieren. Lassen Sie mich im Namen des gesamten Vorbereitungsteams aller Veranstalter und Kooperationspartner danken für die vielfältige Unterstützung, die diese Tagung als große Gemeinschaftsunternehmung für unsere Region erst ermöglicht hat. Gleichwohl, es waren viele, aber dennoch halte ich aus Zeitgründen den Dank kurz. Herzlichen Dank Ihnen, den Referenten, die Sie ungeachtet mancher Krankheit alle spontan Beiträge zugesagt haben und auch alle heute gekommen sind. Ihnen, dem Publikum, das Sie mit Ihrem Interesse uns geradezu überrannt haben. Und last not least den Studierenden, hier nenne ich stellvertretend Jonas Pötsch und Patrick Stechmann, ohne deren hartnäckige Fragen es diese Veranstaltung heute vermutlich nicht gegeben hätte. Jetzt wünsche ich uns allen einen anregenden Tag, viele, viele neue Einsichten und Erkenntnisse sowie nicht zuletzt einen guten und aufrichtigen Umgang miteinander. Vielen Dank. Das Wort übernimmt jetzt Professor Kissner. Er wird uns, ich hatte es schon ausgeführt, vertraut machen mit der Situation des Regionalismus im Nationalsozialismus. Professor Kissner hat den Lehrstuhl für Zeitgeschichte inne an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz. Er ist dort seit 2002 tätig. Und ein ausgewiesene Schwerpunkte von ihm sind eben die regionale Zeitgeschichte und vor allen Dingen eben also hier der Nationalsozialismus, wo er eben ganz maßgebliche Studien dazu vorgelegt hat. Wir schließen diesen Überblicksvortrag ohne Diskussion und gehen dann direkt in die Pause. Bei allen weiteren Sektionen wird es eine Diskussion geben. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Weigel,
Herr Faller, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Bedeutung der Einzelstaaten wird künftig überhaupt nicht mehr auf staats- und machtpolitischem Gebiet liegen. Ich erblicke sie entweder auf stammesmäßigem oder kulturpolitischem Gebiete. Allein selbst hier wird die Zeit nivellierend wirken. Die Leichtigkeit des modernen Verkehrs schüttelt die Menschen derart durcheinander, dass langsam und stetig die Stammesgrenzen verwischt werden und so selbst das kulturelle Bild sich allmählich auszugleichen beginnt. So formulierte Adolf Hitler schon in seinem politischen Glaubensbekenntnis Mein Kampf vor 1933 sein Verhältnis zum deutschen Föderalismus und zum Regionalismus im Reich. Mehr noch, sein erklärtes Ziel sollte es sein, einen starken, zentralisierten Machtstaat zu schaffen, so wie es auch das Parteiprogramm von 1920 vorsah, in dem partikulare Traditionen oder gar Gewalten keinen Einfluss mehr haben sollten. Das geeignetste Mittel dazu erschien ihm das Militär. Ich zitiere wieder: Das deutsche Heer ist nicht dazu da, eine Schule für die Erhaltung von Stammeseigentümlichkeiten zu sein, sondern vielmehr eine Schule des gegenseitigen Verstehens und Anpassens aller Deutschen. Es soll weiter den einzelnen jungen Mann aus dem engen Horizont seines Ländchens herausheben und ihn hineinstellen in die deutsche Nation. Nicht die Grenzen seiner Heimat, sondern die seines Vaterlandes muss er sehen lernen, denn diese hat er einst auch zu beschützen. Der Nationalsozialismus, so folgerte er, wieder Zitat, muss grundsätzlich das Recht in Anspruch nehmen, der gesamten deutschen Nation ohne Rücksicht auf bisherige bundesstaatliche Grenzen seine Prinzipien aufzuzwingen und sie in seinen Ideen und Gedanken zu erziehen. Die nationalsozialistische Lehre ist nicht die Dienerin der politischen Interessen einzelner Bundesstaaten, sondern sie soll dereinst die Herrin der deutschen Nation werden. Zitat Ende. Was hier als Programm formuliert wurde, haben wohl die meisten Zeitgenossen so auch in der Realität des etablierten nationalsozialistischen Staates erlebt. Kaum war Hitler an der Macht, wurden die Länder gleichgeschaltet, ebenso wie alle konkurrierenden politischen Gewalten, das gesamte öffentliche Leben in den Dienst der Partei genommen, ja sogar, wieder Zitat, alle privaten und öffentlichen Beziehungen, so stand es im Völkischen Beobachter am 9. November 1933, all diese Beziehungen auf den NS-Staat ausgerichtet. Zentralismus, ein von oben nach unten hierarchisch durchorganisierter Staat, analog zur Partei und eine streng gleichgeschaltete Gesellschaft, genau dieses politische Credo ist den Deutschen zwischen 1933 und 1945 dann immer wieder als Ziel, je länger, je mehr auch als glorreich erreichter Zustand im Führerstaat vor Augen gestellt und gleichsam eingehämmert worden. Eigentlich könnte man dann an dieser Stelle den Vortrag schon beenden, unsere Tagung für überflüssig erklären, zumal es ja ohnehin nicht eben häufig vorkommt, dass Zeitzeugenerinnerung und Quellenbestand so deckungsgleich zu sein scheinen. Regionalismus im Nationalsozialismus, das gab es also im zentralistischen Führerstaat nicht. Ja, das konnte es von seiner Anlage her schon gar nicht geben. Und so sah es auch die ältere NS-Forschung. So meinte vor Jahren noch einer der bekannteren älteren NS-Forscher Deutschlands, Hans Mommsen, man spreche da vom Phantom der Mittelinstanz im Machtgefüge des Dritten Reiches. Einen wirklichen Regionalismus habe es im Dritten Reich gar nicht gegeben. Ja, eigentlich könnte man den Vortrag und die Tagung hier schon beenden. Eigentlich. Wenn es da nicht bei genauerem Hinsehen ganz andere historische Befunde geben würde, die dem entgegenstehen. Wenn nicht die jüngere NS-Forschung valide Belege für den Regionalismus im Nationalsozialismus beigebracht hätte. Adolf Hitler war zweifellos der oberste Führer dieses Staates, eine Zentralfigur, dem alle nachgeordneten Instanzen, wie es ebenso schon in Mein Kampf festgelegt worden war, Zitat, restlos verantwortlich war.
Aber neben und unter ihm machte sich doch eine Vielzahl von Führern breit und rang miteinander um Macht und Einfluss. Es hat in der deutschen Geschichte wohl nie so viele Führer, Oberführer, Unterführer gegeben, wie gerade in der Zeit des Nationalsozialismus. Genau deshalb kommen wir in der NS-Forschung auch ganz generell nicht umhin, diese, so wie es diese Tagung hier nun auch macht, ins Zentrum unserer Analysen zu rücken. Nicht etwa, weil damit eine personenzentrierte Historiografie wiederbelebt werden sollte, sondern weil es eine durch die Herrschaftsstruktur des Dritten Reiches bedingte Notwendigkeit ist. Denn die Bedeutung und der Einfluss dieser Führer, Unter- und Oberführer, hing ganz im sozialdarwinistischen Sinne schlicht von der brutalen Durchsetzungsfähigkeit ab, mit der sie sich gegen tatsächliche oder vermeintliche Konkurrenten behaupten konnten. Es war ganz im Sinne des Führers, abzuwarten, wer denn als Stärkerer sich in solchen Rivalitäten und Rangkonflikten durchsetzte. Der Sieger hatte seiner Ansicht nach gleichsam in einem naturgesetzlichen Prozess als Überlegener sich erwiesen und er besaß daher alles Recht auf Herrschaft. Nicht umsonst sprach man daher im Dritten Reich zum Beispiel von den Gauleitern der Partei als Gaufürsten und Vizekönigen des Dritten Reiches, von den Kreisleitern als kleinen Königen und so weiter. Was auf den ersten Blick wie eine streng zentralistisch geordnete Herrschaft aussieht und öffentlichkeitswirksam natürlich auch so verkauft wurde, erweist sich auf den zweiten Blick schnell als sehr vielschichtiges Herrschaftsgefüge mit konkurrierenden, rivalisierenden Ebenen, die sich oft genug gegenseitig behindert haben. Keine geringeren als die Mitglieder von Hitlers erster Führungsriege haben das nach dem Krieg in resonierenden Betrachtungen über das Dritte Reich genauso auch analysiert. So hielt etwa der frühere Reichsfinanzminister Schwerin von Krosigk diese Gaufürsten für, Zitat, viel hartnäckigere Föderalisten als vor ihnen die Länderministerpräsidenten. Hitlers Chefideologe Alfred Rosenberg beschrieb in seinen letzten Aufzeichnungen die Herrschaft im nationalsozialistischen Staat als, Zitat, gesetzmäßigen Zentralismus und, wieder Zitat, praktischen Partikularismus. Und auch von einigen Gauleitern selbst sind solche Äußerungen überliefert. Der Gauleiter Südhannover-Braunschweig Lauterbacher zum Beispiel resümierte in seinen Memoiren, es sei die Pflicht des Gauleiters gewesen, seine Arbeit nach den, Zitat, besonderen Eigenarten der Länder und der Bevölkerung auszurichten, denen er dann vorstand. So habe, wieder Zitat, Auftreten, Methoden und Taktik der Gauleiter je nach Landschaft variiert. Dem Gauleiter des Gaues Halle-Merseburg, Rudolf Jordan, soll Hitler selbst 1931 gesagt haben, er lasse den Gauleitern in den Gauen alle Freiheit, solange es nicht um grundsätzliche Fragen ginge. In den Gauen liege die, wieder Zitat, eigentliche Frontarbeit der Partei. Er, Hitler, hasse die Gleichmacherei. Jeder Gau solle nach der Persönlichkeit seines jeweiligen Führers und den besonderen Problemen der Bevölkerung vor Ort geführt werden. Ausgehend von solchen Belegen hat die moderne NS-Forschung nun seit Jahren die Bedeutung und Funktion der regionalen Mittelinstanzen des Dritten Reiches herausgearbeitet. Lassen Sie uns, meine Damen und Herren, zum Beginn dieser Tagung reflektieren, in welchen wesentlichen Etappen und mit welchen besonders wichtigen Ergebnissen diese Forschungsarbeit erfolgt ist, um dann anschließend festzuhalten, welchen Wert die Erforschung der regionalen Komponenten nationalsozialistischer Herrschaft hat. Genau genommen liegen die ersten Ansätze in der Erforschung des Nationalsozialismus in der Region schon in der NS-Zeit selbst. Zwar ist das damals produzierte Schrifttum, angefangen bei Erlebnisberichten von Reichsarbeitsdienstführern über Erinnerungen unterschiedlichster Funktionsträger über die Machtergreifung bis hin zu resümierenden oder im Sinne der Traditionspflege gestalteten Zeitungsartikeln, zumeist vollständig von der Ideologie des Nationalsozialismus eingefärbt. Doch hinsichtlich der Faktengrundlage und als Zeugnis der Erschaffung nationalsozialistischer Mythen und Legenden in der Region
ist es für uns heute noch von großer Bedeutung, was damals geschrieben wurde. Solche Berichte aus der Kampfzeit stellen oft sogar den Ausgangspunkt regionalgeschichtlicher NS-Forschung dar. Und natürlich sind solche Berichte ein weiterer Beleg dafür, dass es schon zeitgenössisch ein deutliches Empfinden dafür gab, dass der Nationalsozialismus vor Ort seine eigene Geschichte haben konnte, die die Parteikanzlei im Übrigen zur Traditionspflege auch festgehalten wissen wollte. Es gab also einen regelrechten Auftrag an die Gaue, an die Kreisleitungen, diese regionale Parteigeschichte zu schreiben. Im Zeichen der Totalitarismus-Theorie und bei den ersten Versuchen der Bewältigung der NS-Zeit nach dem Krieg wurde im Wesentlichen ganz von der Spitze her gedacht. Eine regionale NS-Forschung erschien den meisten Historikern in den 50er Jahren überflüssig. Erste wissenschaftliche Arbeiten zum Nationalsozialismus in der Region entstanden so erst in den 1960er Jahren. Bis heute wird die Studie von William Sheridan Allen über die Machtergreifung in der niedersächsischen Kleinstadt Northeim aus dem Jahre 1965-66 als Ausgangspunkt der Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus in der Region angesehen. Allen hatte kaum 20 Jahre nach den Ereignissen noch kaum Zugang zu den wesentlichen Akten. Er musste vieles sehr allgemein formulieren, konnte keine Namen nennen und erfand sogar einen Namen für sein Untersuchungsobjekt, sodass niemand genau ermitteln konnte, um welche deutsche Kleinstadt im Norden es sich denn da so handelte. Zwar sind wir, meine Damen und Herren, nun schon einige Jahrzehnte weiter und die Hemmnisse und Schwierigkeiten in der Erforschung des Nationalsozialismus auf kommunaler Ebene sind wohl mittlerweile geringer geworden. Verschwunden sind sie aber noch nicht. Der regional- und lokalhistorisch arbeitende Forscher bedarf auch heute noch eines hohen Maßes an Sensibilität und Verantwortungsbewusstsein, manchmal auch Durchsetzungsfähigkeit, wenn er sich auf seinen Weg macht. Sonst diskreditiert er sich und seine gewiss mühevolle Arbeit schneller als gedacht. Der Historiker Allen jedenfalls gelangte zu einer ganz zentralen Erkenntnis bei seiner Arbeit über die Machtergreifung in dieser kleinen Stadt Northeim, die auch heute noch wichtig ist für uns. Ich zitiere ihn: Hitler, Goebbels und die anderen nationalsozialistischen Führer lieferten die politischen Entscheidungen, die Ideologie, die Propaganda. Doch in den Tausenden von Orten in ganz Deutschland wurde die Revolution verwirklicht. Diese Orte bildeten das Fundament des Dritten Reiches. Eine wesentliche Intensivierung hat die regionalgeschichtliche Forschung dann durch die seit den 1970er Jahren geführte Diskussion um die Funktionsweise des Dritten Reiches erfahren. Schon zwei emigrierte jüdische Wissenschaftler, Ernst Fraenkel und Franz Neumann, hatten in den 1940er Jahren den NS-Staat gleichsam als ein polykratisches Führungschaos beschrieben, das je länger, je mehr in einer organisierten Anarchie geendet sei, die nur noch durch Hitlers charismatische Führergestalt zusammengehalten worden sei. Im Hintergrund dieser Analyse stand die Beobachtung zahlreicher sich widersprechender oder zumindest überschneidender Kompetenzen. Der Streit zwischen Partei und staatlicher Administration etwa war ja notorisch und er war sehr bekannt in der Bevölkerung. Und seit der Machtergreifung wurden immer wieder Sonderkommissariate für alles Mögliche eingerichtet, bis hin zur Schaffung der Reichsverteidigungskommissare in der Endphase des Dritten Reiches, die mit der Gewalt der Partei in die Kompetenzen sämtlicher ziviler wie militärischer Stellen eingreifen konnte und in dieser Endphase dann das Eigengewicht der Region nochmals bedeutend erhärtet haben. Auf der kommunalen Ebene war der Konflikt zwischen NSDAP-Kreis- und Ortsgruppenleitern einerseits, Landräten und Bürgermeistern andererseits gleichsam notorisch. Man wird heute aus solchen Gegensätzlichkeiten zwischen Partei und Staatsverwaltung nicht mehr vorschnell, wie es in den 70er Jahren noch gewesen ist, eine gewisse Widerständigkeit bestimmter staatlicher Personenkreise und Funktionseliten einfach ableiten. Oft sah man damals zum Beispiel allzu eilig eine solche Auseinandersetzung als Beleg für einen Widerstand des an Sachentscheidungen orientierten Bürgermeisters gegenüber dem bösen nationalsozialistischen Kreisleiter. Sondern man wird vielmehr darauf zu achten haben, welche Funktion diese Streitigkeiten und welche Hintergründe
nämlich oft genug persönliche, sie hatten. Um das Beispiel unserer Tagung zu bemühen, es wäre historisch irreführend, einzelne Maßnahmen des Gauleiters Bürkel, wie etwa die Stiftung der Weinstraße zum Beispiel, isoliert zu betrachten. Man muss sie funktional im gesamten Herrschaftsgefüge integriert sehen und kann sie nur vor diesem Hintergrund richtig interpretieren. Wenn Bürkel, um ein anderes Beispiel zu nehmen, 1936 den Germersheimer NS-Bürgermeister Fritz Wolf aus dem Amt drängte, weil dieser ihm den Götz von Berlichingen im Streit über regionale Wirtschaftsförderungsmaßnahmen zitiert hatte, dann war das ebenso wenig ein Beleg für Bürkels Führungsstärke in der regionalen Wirtschaftsförderung, wie es ein Beleg für den Widerstand eines lokalen Parteifürsten war. Obwohl die meisten Germersheimer das damals so interpretiert haben und den Nationalsozialisten Wolf nach 1945 dann erneut zu ihrem Bürgermeister gemacht haben. Es war einer der typischen Machtkämpfe im Nationalsozialismus, bei dem es um Einfluss, Netzwerkbildung, Intrigen und so weiter ging, zum Erhalt und zum Ausbau der eigenen regionalen Macht. Und dabei hatte der pfälzische Gauleiter nun einfach mal die besseren Karten. Allerdings warnt die jüngere NS-Forschung auch davor, dieses polykratische Führungschaos auf den unterschiedlichsten Ebenen dieses Dritten Reiches, in dem sich gerade die nationalsozialistische Herrschaft befand, analytisch zu verabsolutieren. Mit einer jüngeren Studie über die Stadt Augsburg wurde von Klaus Gotto sehr deutlich gemacht, wie gut und effektiv trotz konkurrierender Machtzentren diese Stadtverwaltung funktionierte und die Sicherstellung des Lebensbedarfs trotz der ungeheuren Belastungen des Luftkrieges erreichte. Wer dies erklären will, wird nicht umhin können, das zeigt das Augsburger Beispiel anschaulich, regionale Netzwerke, Traditionen und das regionale Zusammenspiel von Staats- und Parteiapparat chronologisch differenziert zu durchleuchten. Dabei kann deutlich werden, wie unter bestimmten historischen Konstellationen solche polykratischen Befehlsstrukturen auch wiederum systemstabilisierende Wirkungen entfalten können. Manchmal rüttelten sich durch solche Konflikte eben Beziehungsgeflechte auch zurecht und führten im rechten historischen Moment auch zu effizienten Verwaltungserfolgen, wenigstens in Einzelbereichen. War so schon die Relevanz der regionalen Strukturen im Nationalsozialismus Ende der 1970er Jahre erhellt, brachte ein vom Institut für Zeitgeschichte in München bis in die 1980er Jahre hinein betriebenes Projekt unter dem Titel Bayern in der NS-Zeit weiteren Schub in die Diskussion und wesentliche Erkenntnisfortschritte. Wenn hier auch kein genuin lokal- oder gar regionalgeschichtlicher Zugang im Vordergrund stand, so bietet das Projekt bis heute doch einen Referenzpunkt, stellt mit seinen thematisch vielfältigen Ausleuchtungen der NS-Zeit in Bayern und der regionalen Kirchengeschichte bis zur regionalen Wirtschaftsgeschichte, von der Geschichte regionaler sozialer Gruppen bis hin zu Institutionen in der Provinz einen Vergleichsmaßstab dar, den regionale Forschung nun mal braucht. Von dem hier angestoßenen Trend, wie auch von einem großen Forschungsprojekt über das Saargebiet Ende der 1980er bis Anfang der 1990er Jahre, bearbeitet durch Klaus-Michael Mallmann und Gerhard Paul, wurde damit im Grunde genommen eine weitere Stufe der Durchdringung des Nationalsozialismus der regionalen Durchdringung des Nationalsozialismus geleistet und aufgearbeitet. Und diese Studien, das Bayern-Projekt wie dieses Saarland-Projekt, haben sicherlich auch die ersten umfänglichen wissenschaftlichen Auseinandersetzungen mit der NS-Zeit hier in der Pfalz, die von Gerhard Nestler und Hannes Ziegler 1993 in größerem Umfang herausgebracht worden sind, in dem bereits zitierten Band Die Pfalz unter dem Hakenkreuz angestoßen und auch inspiriert. In jedem Fall haben sie davon profitiert. Durch die in diesem Band von Nestler und Ziegler vorgelegten thematisch vielfältigen Zugänge ergab sich erstmals auch ein Gefühl dafür, dass Regionalhistorie in der Pfalz keineswegs eine nebensächliche Aufgabe ist, sondern die besondere Rolle, die dieser Gau an der Peripherie des Reiches spielte, wurde hier schon in seinen Umrissen in etwa deutlich. Damit hat dieses Buch, wie ich meine, einen bedeutenden Beitrag zur Erforschung der regionalen politischen Kultur in der Pfalz geleistet.
Parallel dazu hat die mächtige Entfaltung der Alltagsgeschichte in den 1980er Jahren als neuer Forschungstrend gerade auf lokaler und regionaler Ebene die Erforschung der regionalen NS-Geschichte befördert. Die Vertreter der traditionellen Sozialgeschichte haben diesen neuen Zweig einer Lebensnähe und Konkretheit suchenden historischen Forschung heftig bekämpft. Hans-Ulrich Wehler warf den Alltagshistorikern damals Theorie- und Methodenlosigkeit vor. Ihre Arbeiten seien bestenfalls Synthesen, Zitat, umgestürzter Zettelkästen. Ihre Vertreter arbeiteten hier Hochschulabsolventen, die sich in lokalen Geschichtswerkstätten mühsam und mit viel Betroffenheitsgestus über Wasser hielten. Solcher Gegenwind, solche Polemik hat den Alltagshistorikern nicht geschadet. Vielmehr hat die in der Alltagshistorie gegebene Nähe zum Untersuchungsstoff breite Bevölkerungsschichten interessiert und oft genug lokale oder regionale Verwaltungen erst bewegt, sich in lokalen Gedenkstätten, bürgerschaftlich organisierten Arbeitskreisen oder auch durch die Stiftung von Erinnerungstafeln dem regionalen NS-Geschehen zuzuwenden. Auch in unserem Bundesland gibt es dafür viele Beispiele. Die Mitarbeiter der Landeszentrale für politische Bildung in der Gedenkstätte Osthofen könnten über diesen Prozess sicher vieles aus eigener Erfahrung noch berichten. Heute Abend werden wir Gelegenheit haben, mit Herrn Dittus zu sprechen, der sich um einen solchen Erinnerungsort hier in Neustadt ja bemüht. Was bei diesen Bemühungen sowohl auf zivilgesellschaftlicher wie auf wissenschaftlicher Ebene deutlich wurde und nun wirklich zum Durchbruch kam, war in jedem Fall das fundamental wichtige Bewusstsein, dass der Nationalsozialismus kein Phänomen war, das sich nur irgendwo fernab in Berlin abgespielt hatte, für den nur Hitler und seine Paladine zuständig gewesen wären, sondern dass dieser ungeheure Kulturbruch mit seinen nicht mehr zählbaren Verbrechen überall, in jedem noch so kleinen Ort, seine Verankerung, seine Vertreter, seine spezifischen Ausprägungen gehabt hatte, von denen man bis dato nur allzu wenig gewusst hatte. Seit den 1990er Jahren ist so die regionale NS-Forschung eigentlich immer weniger angreifbar geworden, hat sich ein breiter Strom regionalgeschichtlicher Arbeiten auf den unterschiedlichsten Ebenen entwickelt. Ich würde sogar so weit gehen, der regionalen NS-Forschung eine besondere Rolle für neue Perspektiven und Einsichten in der NS-Forschung allgemein zuzuschreiben. Dabei haben sich allgemeine Forschungsfragen und regionale Untersuchungsinteressen oft gegenseitig befruchtet und sowohl zur Erhellung der jeweiligen Landesgeschichte wie auch zur allgemeinen NS-Forschung beigetragen. Ich will dazu nur auf einige wenige Beispiele rekurrieren, die dieses Wechselspiel deutlich machen sollen und die mittlerweile erlangte Bedeutung der regionalen NS-Historiografie verdeutlichen. 2004 wurde beispielsweise von der Bayerischen Landesgeschichte in München eine bemerkenswerte Perspektivenerweiterung angestoßen. Walter Ziegler warf die Frage auf, was in den 12 Jahren der nationalsozialistischen Diktatur denn eigentlich in administrativer Hinsicht ganz praktisch geleistet worden ist. Was eigentlich haben die vielfältigen Dienststellen in der Partei wie in der Staatsverwaltung auf regionaler Ebene jenseits von Machterhalt und prolikratischem Kompetenzenwirrwarr überhaupt produktiv zu Wege gebracht? Wie entwickelten sich die regionalen Finanzen, wie die Bautätigkeit und die Wirtschaft? Wo lagen Schwerpunkte regionaler politischer Tätigkeit und welche Ziele wurden denn erreicht und welche verfehlt? Wendet man sich diesen ganz konkreten Fragenkomplexen zu, so kann das Maß traditionalen Verwaltungshandelns in Relation gesetzt werden zu dem Maß des Eindringens von Zielen und Methoden der nationalsozialistischen Ideologie und Rassenutopie. Welche neuen Elemente prägten diesen Verwaltungsalltag dann? Welchen konkreten Einfluss hatten denn äußere Faktoren, Initiativen und Herrschaftsstrukturen auf die Binnenorganisation und den Arbeitsalltag der Regional-, Kreis- und Stadtverwaltung? Erste Studien hierzu haben ein erstaunlich differenziertes Bild gezeigt und bestätigt, wie wichtig für die Erfassung der Lebenswirklichkeit des Dritten Reiches ein Blick von unten nach oben sein kann, statt wie zuvor von oben nach unten. Dabei ist es wichtig zu betonen, solche Fragen sind als ein Stück richtig einzuordnender Historisierung des NS-Staates zu verstehen.
bei der es in keinem Fall darum gehen kann, sozusagen die NS-Herrschaft in der historischen Rückschau zu normalisieren oder zu nivellieren, sondern vielmehr sie ein gutes Stück besser noch einordnen und verstehbar machen zu können. Dazu bedarf es einer klaren Erkenntnisgrundlage über das, was eigentlich geleistet wurde. Ich habe selbst dies am Beispiel der Stadt Germersheim einmal untersucht und dabei zum Beispiel feststellen können, dass der dort bis heute tradierte Befund einer geordneten, aufbauenden städtischen Finanzverwaltung sich aus den Akten überhaupt nicht stützen lässt. Vielmehr das genaue Gegenteil aus den Akten herauszuarbeiten ist. Der schöne Schein des Führertums, der angeblich starken Hand und der Ordnung überdeckte lediglich die fortdauernden Problemlagen dieser damals sogenannten sterbenden Festungsstadt Germersheim. Einige Jahre später hat sodann eine intensive Erforschung des nationalsozialistischen Konzepts der Volksgemeinschaft auch die regionalhistorische Forschung wieder weiter befruchtet. So unbestimmt dieser politische Begriff auch war, so intensiv führte ihn die nationalsozialistische Propaganda ja doch im Munde. Vor allem die Forschungen von Detlef Schmiechen-Ackermann und Michael Wild haben auf diesem Weg die Binde- und Integrationskräfte in der Herrschaft des Dritten Reiches beleuchtet. Dabei hat sich gezeigt, welch immense Rolle regionale Traditionen, Netzwerke und politische Gegebenheiten für die Umsetzung jenes so unbestimmten Vorhabens hatten. Wie weit beispielsweise Inklusion und Exklusion in bzw. aus der Volksgemeinschaft reichte, bestimmte sich im Detail auch nach regionalen Gesichtspunkten. Wer nach der Realisierung der Volksgemeinschaftsideologie fragt, dem eröffnet sich gleichsam die Möglichkeit, eine regionale Gesellschaftsgeschichte des Dritten Reiches zu schreiben, die nach allem, was wir momentan überblicken können, erstaunlich vielfältig ist. Der mit dem Volksgemeinschaftsgedanken ausgeübte Exklusionsterror intensivierte sich in der Kriegszeit noch. Hier überschneidet sich das Konzept mit den aktuellen Diskussionen um die Mobilisierungsfähigkeit im Nationalsozialismus. Dieser neue Forschungstrend will die, Zitat, vielfältigen Mechanismen, durch die zahllose Individuen und Institutionen zum Funktionieren des Regimes beitrugen, analysieren, wobei Mobilisierung nicht mehr nur als ein gleichsam militärischer Auftrag zu verstehen ist, sondern als umfassende Aktivierung, die zunächst ein kommunikatives Phänomen darstellt. Wer zeitgenössische Zeitungen liest, wird geradezu permanent ja auf diesen Begriff gestoßen. Immer und immer wieder wurde im Nationalsozialismus mobilisiert, wurden Schlachten an der Werkbank für höhere Produktion und am Kindbett für die Entwicklung des Volkskörpers geschlagen. Durch die Mobilisierung im Krieg wurde, wie schon Hannah Arendt festgestellt hat, beinahe das ganze Volk zum Komplizen dieses Verbrechensregimes gemacht. Sei es, weil sich die Menschen durch Mitmachen persönliche Vorteile verschaffen konnten, wie Götz Ali wohl umstrittenermaßen behauptet, sei es, weil sie einer regelrechten Mobilisierungsdiktatur ausgesetzt waren. Immer aber fand diese Mobilisierung im regionalen Rahmen statt, waren regionale Instanzen für ihre Durchführung verantwortlich. Einige Forscher gehen sogar davon aus, dass die Mobilisierung besonders in der Endphase des Krieges nationale, regionale und lokale Instanzen gleichsam, so drückt man sich aus, neustaatlich verschmolzen hat zu einer neuen Form von Herrschaft. Unbestritten ist, dass das Gesamtsystem des Dritten Reiches ohne die Netzwerke, Steuerungskapazitäten und Mobilisierungsleistungen auf der Ebene der NS-Gaue kaum bis ins Frühjahr 1945 handlungsfähig gewesen wäre. Das heißt zugleich aber auch, dass die mit der immer radikaler werdenden Mobilisierung verbundenen Entgrenzungsprozesse auch in ihrer regionalen Realisierung zu verstehen sind. Was in der Endphase des Dritten Reiches an Radikalisierungen, Grausamkeiten und Verbrechen passierte, auch das wird man nur angemessen verstehen können, wenn man es im regionalen Kontext analysiert. Und gerade deshalb ist es so sinnvoll, dass wir in Rheinland-Pfalz eben auch diese von der Landeszentrale so hervorragend organisierten Gedenkstätten haben, um dieses Bewusstsein zu schulen. Freilich, ein solcher Forschungsansatz, den man mittlerweile als etabliert und als erwiesenermaßen innovativ bezeichnen kann, ist mühsam. Er ist aufwendig. Er lebt von vielen kleinen Studien und deren Synthese.
Lohnt sich ein solcher Aufwand? Zunächst und vor allem ist darauf zu verweisen, dass lokal- und regionalgeschichtliche Forschung zum Nationalsozialismus ein wichtiger Bestandteil der landesgeschichtlichen Forschung ist, gleichsam Leerstellen in dem Bild der Landesgeschichte füllt. Von diesen Leerstellen gibt es gerade im Falle von Rheinland-Pfalz noch immer eine ganze Menge. Wie viele Stadt- und Ortschroniken sind auch in den vergangenen rund 70 Jahren geschrieben worden, in denen die NS-Zeit schamhaft ausgespart wurde oder allenfalls mit Floskeln die Jahre der nationalsozialistischen Diktatur überspielt wurden. Wie oft erscheint es noch heute vielen so, als wären die nationalsozialistischen Verbrechen an ihrem Ort vorbeigegangen, als habe es das alles hier vor Ort gar nicht gegeben. Geradezu typisch dafür ist schon Ernst Demanns 1959 veröffentlichte Geschichte des Landes Hessen, in der die dürftige Behandlung der NS-Zeit ganz offen damit gerechtfertigt wird, dass die Ereignisse, die sich zwischen 1933 und 1945 in Hessen abgespielt hätten, Zitat, nicht Teile einer hessischen Geschichte sind. Dabei bedarf es nur des genauen Hinsehens, um zu erkennen, dass es kaum ein Verbrechen der NS-Zeit gibt, angefangen bei den Sterilisierungsverbrechen der Anfangszeit bis hin zur Vernichtung von Juden, Sinti und Roma. Zu denken ist insbesondere auch die Aktion T4, dieser Euthanasieverbrechen und anderes mehr, die nicht irgendeinen Niederschlag auch in der Provinz gefunden hätten. Bisweilen fehlt den Nachgeborenen ebenso noch wie den Zeitgenossen nur der Blick dafür, um das zu erkennen. Für unseren Raum stellen, wie ich meine, die beiden neueren Stadtgeschichten von Frankenthal, von Gerhard Nestler und von Landau, von Michael Martin etwa, leuchtende Gegenbeispiele dazu dar. Mit der großen prosopographischen Studie von Franz Mayer über die NS-Täter liegt zudem ein profundes Werk vor, dessen Möglichkeiten für weitergehende NS-Forschung in der Pfalz noch gar nicht richtig ausgenutzt sind. Einen zweiten in den Bereich der Pädagogik hineinragenden Vorteil sehe ich in der räumlichen Nähe der zu untersuchenden Ereignisse und Vorgänge. Was in einem lokal- oder regionalgeschichtlichen Projekt untersucht wird, muss zwar immer in den Kontext der Landes- und der Nationalgeschichte eingebettet und vor diesem Hintergrund auch interpretiert werden, aber das Untersuchungsobjekt ist doch zunächst einmal der Nahraum, sind Orte, Straßen und Gebäude, die heute vielleicht noch existieren. Das macht den Gegenstand interessant für viele Menschen, weil er plötzlich wesentlich vertrauter wirkt. Das erhöht etwa auch bei Schülerinnen und Schülern enorm das Interesse, sich mit historischen Vorgängen auseinanderzusetzen. Dig where you stand, hieß einmal das Credo einer alltagsgeschichtlichen Forschungsrichtung, die seitdem auch nicht unbeträchtlichen Einfluss auf die Didaktik der Geschichte für den schulischen Unterricht gehabt hat. Über diese praktischen, gleichsam vor Ort einer Unterrichtung bzw. einer Forschung gleichsam vor Ort, kommt der Regionalgeschichte als Erkenntnisinstrument für die NS-Forschung insgesamt aber auch große Bedeutung zu. Vielleicht kann man sogar sagen, dass die regionale NS-Forschung der Zweig der NS-Forschung ist, von dem am meisten Erkenntniszuwachs noch zu erwarten ist. Über die Regionalgeschichte kann es gelingen, allmählich auch ein differenziertes Bild der politischen Kultur in Deutschland während der NS-Zeit zu zeichnen. Wie unterschiedlich und wirkmächtig vor Ort diese war, dafür liefert die Regionalgeschichte schon jetzt viele Beispiele. Ich bin sicher, dass wir auf dieser Tagung am Beispiel des Gauleiters Bürkel sehr eigene Ausprägungen einer Gauherrschaft erfahren werden. Und natürlich lassen sich auch auf lokaler Ebene solche Beispiele einer nivellierenden Tradition bewahrenden politischen Eigensinns feststellen. Man denke etwa nur an den Schulkreuzstreit in Oldenburg, wo sich einzelne Kirchengemeinden so geschlossen gegen das Abhängen von Schulkreuzen im Gefolge der antikirchlichen Maßnahmen des Regimes wehrten, dass am Ende die örtlichen Parteigewaltigen nicht nur den übergeordneten Befehl nicht ausführen konnten, sondern sich sogar gezwungen waren, sich der Protestbewegung selbst anzuschließen. Heißt das, meine Damen und Herren, am Ende, dass der Regionalismus im Nationalsozialismus vielleicht nicht nur alleine Bedeutung hatte, sondern dass ihm sogar eine gewisse herrschaftsbegrenzende Kraft innewohnte, die erst dann wahrnehmbar wird, wenn wir nicht mehr von der Berliner Spitze herabsehen, sondern den Blick von unten nach oben lenken? Gab es vielleicht im Nationalsozialismus gar Landschaften, Orte, die gleichsam Inseln
im Meer der Gleichschaltung darstellten, alte liberale oder christliche Traditionen, jedenfalls Restbestände politischer Kultur, die den totalitären Zugriff einschränkten oder begrenzten? Allzu leicht kommt man bei der Erforschung des Nationalsozialismus vor Ort auf solche Gedanken. Groß ist die Versuchung, sich dieser Vorstellung hinzugeben, wenn man Einzelfälle solcher Herrschaftsbegrenzungen ausmachen kann. Doch hier ist Vorsicht geboten. Es gilt immer auch zu fragen, ob nicht dem identifizierten Phänomen eine spezifische Funktion inhärent war, die in gewissem Maße auch wieder stabilisierende Kraft innewohnte. Entscheiden lässt sich das nur im Einzelfall, am ganz konkreten Beispiel. Dass solche politisch-kulturellen Freiräume am Ende nie die Kraft entfalteten, den NS-Staat und seine Verbrechen in irgendeiner Weise zu hindern, wissen wir aus der Retrospektive nur zu gut. Und dies dürfte uns hinlänglich davon abhalten, dieses Phänomen überzubewerten. Solche Phänomene einzuordnen und historisch richtig zu bewerten, ist hier die keineswegs leichte Aufgabe. Die Funktionalität solcher regionaler politischer Gestaltungsspielräume hat jedenfalls Adolf Hitler selbst schon in Mein Kampf angedeutet und in der Herrschaftspraxis des Dritten Reiches zu nutzen vermocht. Ich zitiere: Die nationalsozialistische Lehre ist nicht die Dienerin der politischen Interessen einzelner Bundesstaaten, sondern soll dereinst die Herrin der deutschen Nation werden. Sie hat das Leben eines Volkes zu bestimmen und neu zu ordnen und muss deshalb für sich gebieterisch das Recht in Anspruch nehmen, über Grenzen hinwegzugehen. Je vollständiger der Sieg ihrer Ideen wird, umso größer mag dann die Freiheit im Einzelnen sein, die sie im Inneren bietet. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus